Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Im letzten Spiel, unser erster Sieg im vierten Spiel. Haben jetzt also einen Sieg, drei Unentschieden, immer noch unbesiegt. Und der 2-0-Sieg war ja gegen niemand anderes als den deutschen Meister Borussia Dortmund. Fanafat mit einem Traumtor und noch Rüdnefs. Wir sind jetzt in der Tabelle bei 6 Punkten, glaube ich, oder? Ich kann ja mal kurz gucken, Saisonstatistik, und dann können wir mal gucken, wo wir generell so stehen. So, gehen wir mal eben hier auf die Ligatabelle. Ja, das ist doch ein ganz nettes Bild. Schalke immer noch Erster, Bayern Zweiter. Und wir hängen auf Platz 9. Natürlich haben da oben schon welche 5 und zum Beispiel sogar 6 Spiele. Heißt, wenn wir noch zweimal gewinnen sollten, sind wir auch mit da oben bei. Natürlich heißt das immer sollten, ne? Und ihr seht bei uns, Bayern München und der Hamburger SV sind die einzigen Mannschaften, die noch nicht verloren haben. Allerdings sind wir auch mit Eintracht Frankfurt momentan die Unentschieden-Könige. Frankfurt hat sogar schon 5-mal Unentschieden gespielt, unter anderem ja auch gegen uns. So, und dann hoffe ich, dass das jetzt wieder so gut läuft. Nur in diesem Spiel werde ich auf jeden Fall am Anfang was ändern. Und zwar, oder wir werden das jetzt in den nächsten Spielen so beibehalten. Ich werde doch wieder mit Ilicevic anfangen und Traoré danach vielleicht einwechseln. Denn irgendwie, Ilicevic gefällt mir schon. Ey, der ist aber doch eigentlich besser. Guckt euch die Werte an. Ne, wir lassen ihm noch ein Spiel Zeit. Danach muss er dann halt... Also er muss jetzt halt mal zeigen, was er kann. Vielleicht kriegen wir mit ihm eine schöne Flanke hin oder so. Und dann gucken wir weiter. So, jetzt auf jeden Fall. Nächstes Spiel gegen Gladbach. Gladbach 6. Wir sind 9. Heißt, Sieg wäre jetzt schon irgendwie Pflicht. Hamburg hat ja in der aktuellen Saison gegen Gladbach 2-2 gespielt, hat Van der Vaart sein erstes Tor geschossen, aber dann auch noch einen Elfmeter verknallt. Aber das Tor von Van der Vaart war einfach Zucker. So, 26. September 2012, Waldstadion, aha, das heißt anscheinend Waldstadion, lustig. Schiedsrichter ist Heimo Wasserschneider, unser alter Bekannter. Gladbach, ja, das ist eine ordentliche Mannschaft, aber wir haben einfach die bessere, das ist klar, ne? Profi 5 Minuten, heiteres Wetter, also schön abends, dann ist es schön dunkel. Gladbach gegen Hamburg. Ach du Scheiß, was ist denn bei denen los im Haus? Xhaka verletzt, Stranzel, Nordweit, Zimmermann, alle rot gesperrt. Was haben die sich denn für eine Schlägerei auf dem Platz geliefert? Die Bilanz von Gladbach, Niederlage gegen Leverkusen, 4-1-Sieg gegen Nürnberg, oh, da haben wir nur 0-0 gespielt. Und 1-1 gegen Frankfurt, da haben wir auch 0-0 gespielt. Ja, auf der Bank bei denen sitzt nicht mehr viel Gutes, Lapper vielleicht noch, aber sonst... auch eigentlich nichts. Dann hoffe ich, dass wir jetzt die Serie vielleicht, also jetzt vielleicht eine kleine Serie anfangen. Hier, letztes Spielsieg. Vielleicht geht es ja jetzt so weiter. Und wir sind ja immer noch ungeschlagen. Quasi wie eine Parallele zu Minecraft Let's Play. Da sind wir auch noch nicht gestorben. Und hier, bisher haben wir noch nicht verloren. Aber kann natürlich alles noch kommen, denn große Gegner kommen ja noch. Bayern, Schalke, Bremen. Ah ne, Bremen haben wir auch schon. So, dann geht's jetzt los. Gladbach gegen den Hamburger SV. Und ich bin gespannt. Rüdnefs hat jetzt auch mit seinem ersten Tor. Ich hatte es im letzten Video angesprochen, weil Rüdnefs hatte sein Tor gemacht gegen Hannover, habe ich gesagt. Dann wird er jetzt bestimmt bei uns auch ein Tor machen. Hier nochmal die Tabelle. Hamburg 9. Gladbach 6. So, und dann geht's jetzt los. Wir jetzt in den dunklen Trikots. Ich glaube, das ist das erste Mal. Schön, oh, Van der Vaart. Schön da durchgegangen. Vorteil laufen lassen vom Schiedsrichter. Auf Traoré. Oh, der Ball war aber schlecht gespielt von Rüdnefs. So, jetzt direkt hier. Wollen vielleicht von Anfang an hier mal direkt loslegen. Rüdnefs. Ah, schade. Abgeblockt der Schuss. So, komm. Weiter hier drauf. Jansen. Schade. Da hätte ich nicht reingrätschen sollen. Dieses Reingrätschen ist nicht so ganz sinnvoll. So, Westermann, schöner Ball auf Traoré. Wirklich gut. Komm, Traoré, da musst du... Junge? Junge? Traoré? Okay, also die Werte, die wir da eben gelesen haben bei Traoré, sind scheinbar alle fake, weil der hat sich da gerade von Toni Janschke ablaufen lassen und den kenne ich jetzt nicht als die Sprintsocke der Bundesliga. Boah, Jansen, den Hackentrick kannst du dir auch sparen. Schön, da ist er dann wieder schön dazwischen gegangen. So, jetzt muss Van der Vaart warten, denn er will Traoré mitnehmen. Ja, oder so, Beister, Rüdnefs. Ja, der Ball war dann nicht so gut. Rüdnefs. Ja, ja, momentan hier gerade noch ein bisschen umgerenne beide Mannschaften. So,
Da kann auch ruhig mal einer zwischen gehen hier. Hey, da zwischen. Ja, Westermann, du bleibst schön in der Mitte. Auf dich kann ich mich ja verlassen. Schön mit nach hinten gekommen von Weister. Und jetzt geht der Express wieder nach vorne. Ja, Fanafat, da verliert er einen Ball. Komm. Wir müssen uns hier den Ball im Mittelfeld schon holen. Ja, dieses Hin und Her vom Computer, das regt mich von jedem FIFA mal zum nächsten mehr auf. Ach, komm schon. Jawohl, Iracek. Kriege ich den Ball dahin, wo ich ihn hinhaben will? Ja, nicht ganz. Ah, habe ich sogar hier hinbekommen. Jetzt. Boah, warum nimmt Beister den nicht? Dann lege ich den jetzt nochmal raus für Beister, denn in der Mitte war ja keiner. Flanke. Oh, der war ein bisschen zu weit. Nochmal Flanke. Ach, Traoré köpft den Ball in die Mitte. Ich dachte, er setzt jetzt zu einer Flanke an. Dann hätte nämlich vielleicht nochmal Gefahr entstehen können, weil ja Rudnevs und Van der Vaart in der Mitte waren. Ah, der Ball kann auch ruhig mal... Oh, Beister, setzt sich da schön durch. Ja, Gladbach jetzt hinten festdrücken. Das habe ich jetzt hier vor. So, schön gemacht von Traoré. Schöner Ball. Weiter auf Rudnevs. Ach, Rudnevs. Ah, da bleiben wir hängen. Aber einfach weit... Schön, Jiracek. Schön gemacht. Schön gemacht von Jiracek. Van der Vaart. Boah, Mann, die Bälle verspringen so widerlich. Rudnevs, komm, Rudnevs, nimm ihn dir doch. Warum? Das verstehe ich nicht. Manchmal, also ich finde die KI ist ein bisschen seltsam. Manchmal, wenn man schickt, nimmt immer man öfter mal der Spieler, der eigentlich gar nicht gefordert, gemeint ist. Und wechseln kann man das dann irgendwie manchmal nicht. Leverkusen führt übrigens gegen Augsburg, gerade verschlafen. Boah, boah, uiuiui, uiuiui. So, jetzt Van der Vaart. Auf Rudnevs, der muss jetzt natürlich mal warten, bis wieder einer mitläuft. Auf Tesche. Flanke. Ja, war nicht ganz ideal. Ich wollte in die Mitte passen, aber da war Van der Vaart nämlich noch im Abseits. Werder Bremen liegt 2-1 gegen Freiburg hinten. Ach du je, was wird denn dann Freiburg mit uns machen? So, komm jetzt hier. Deck einfach die Linie, Jansen. Dann kann er mich den Gegner nicht anspielen. Schön, Traoré. Jetzt, boah, Beister. Den Ball kann man doch auch mal annehmen, oder? So, jetzt komm, verpiss dich nach außen, Beister. Los. Ich hab dich doch nur, damit du laufen kannst. Boah. Bisschen Passspiel, Leute. So, Diekmeier, du bleibst hier schön auf deiner Seite hinten. Nicht zu offensiv rausrücken. Da kriegen wir ja direkt wieder die Konter. Westermann. Rüber. Geht der hin? Ja, der geht sogar hin. Beister. Boah, schade. Schöner Schuss, aber der Stegen ist ja auch kein schlechter Keeper. So, Jansen jetzt, Ecke. Rudnevs, na, da kommt er nicht ganz dran. Viktorin, wow, wow. Pff. Uiuiui. So, jetzt Tesche. Da ist einer in der Mitte. Einfach mal reinflanken. Komm, immer abgeblockt da hinten alles. Wir müssen jetzt einfach mal da irgendwann mal reinkommen mit der Ecke. Weil mit unseren Flanken, dass wir vielleicht mal... Aber wir haben ja schon ein Flankentor. Letztes Spiel gegen Dortmund. Flanke von Ilicevic, glaube ich, war es. Auf... Erst den Kopf von Jansen, genau so war das. Und dann war ja noch Rüdnefs zur Stelle. So, jetzt musst du laufen, Beister. Wen soll ich denn sonst anspielen? Schön. Schön. Zieh einfach durch. Ja, Eckball rausgeholt. Ist auch schon wieder Halbzeit. Ob wir jemals ein Tor in der ersten Halbzeit schießen, ich weiß es nicht. Wohl, wann war das Tor mit Beister? Das weiß ich gerade gar nicht. So, Van der Vaart. Van der Vaart. Uiuiui. Ähnliche Position, wie als er sein Traumtor geschossen hat gegen Gladbach. Und da ist jetzt auch die erste Halbzeit vorbei. Ich mache jetzt den Wechsel, den ich eigentlich jedes Mal mache. Ich tue wieder Traoré raus. Denn als er sich da eben wieder von Toni Janschke hat überlaufen lassen, da wäre ich ja fast vom Stuhl gefallen. So, Ilicevic rein. Ich frage mich immer, ob ich diesen Lamm, weil er sieht von den Werten wirklich nicht schlecht aus. Aber Beister, ich weiß nicht, ob ich den raustun sollte. Ich lasse ihn noch einfach nochmal drin. Son. Der wird eigentlich nur reinkommen, wenn Rudnevs sich verletzt, weil ich finde, Rudnevs ist einfach der viel bessere Stürmer, bei FIFA zumindest auf jeden Fall. So, Standardwechsel Ilicevic für Traoré. So. Jetzt weiter. Boah, Fan. Und einer hatte auch in den Kommentaren geschrieben, ich hätte doch diesen Sensationstransfer mit El Shaarawy machen können. Aber stellt euch mal vor, in der Hamburger Mannschaft, da passt doch kein Megastar wie El Shaarawy rein. Was ich so von dem höre, ist das so ein Megastar und dann passt der doch nicht in so eine Mannschaft. Das wäre so, wie wenn ich mir Mario Gomez zu Mainz 05 kaufe.
Und so haben wir doch auch eine super Mannschaft. Ach man, der Ball war jetzt natürlich wieder richtig schlecht von Beister. Aber Diekmeyer, der setzt hier gut nach. Geh nach, geh hol ihn. Ach, schade. So. So, komm. Wir müssen jetzt einfach mal hier wieder dranbleiben. Gegen Dortmund hat sich das standhafte Dranbleiben auch gelohnt. Immer schnell. Boah, dieser Ballannahme. Man muss sich halt einfach dran gewöhnen, dass es nicht so einfach ist, wie bei FIFA 12 einen Ball anzunehmen. Jetzt hängen wir hier gerade ein bisschen. Boah, Diekmeyer, scheiße. Was habe ich denn da jetzt gemacht? So, Beister, jetzt treib mal den Ball nach vorne. Schön. Und Van der Vaart hat die Übersicht und sieht Beister hier draußen. Ja, der überläuft ihn jetzt. Jetzt ist nämlich das, was ich von Beister vor... Ah, da dachte ich, den einen kriegt er auch noch. Sonst hätte ich mich da schon abgespielt besser. Aber er hat ihn nicht gekriegt. Komm, nach vorne. Schön, Beister. Schön. Auf Van der Vaart. Junge, aber von so einem Spieler kann ich doch erwarten, dass er den Ball annehmen kann. Spielt holländische Nationalmannschaft. Gut, Holland ist ja jetzt auch nicht gerade das Zeichen für Qualität in der aktuellen Gegenwart. So, jetzt weiter wieder nach vorne. 0-0 gegen Gladbach, ich glaube es hakt. Komm, so, zack, durchgespielt auf Tesche. Ja, der ist zu langsam, schade. Da waren wir durch, nur ist der Ball halt nicht angekommen. Jansen, der macht eine super Sache da außen, wie ich finde. Gefällt mir ein Stück besser als Aogo sogar. Und ich dachte eigentlich immer, Aogo wäre der super Linksverteidiger von Hamburg, aber scheinbar ist er das nicht. Ah, komm. Schön, Ilicevic. So muss er sich den Ball holen. Schön auf Van der Vaart. Aber den kriegt er auch nicht. Ich überlege gerade, wen ich noch bringen könnte. Vielleicht mal Van der Vaart auswechseln, aber ich weiß nicht, ob das dann die beste Idee ist. So, wir versuchen es nochmal mit einer Flanke. Rudnevs, geh in die Mitte. Ah, die Flanke war natürlich ins Nirgendwo. So, und dann werden wir jetzt einfach mal kurz Start drücken. In der fast 70. Minute. Boah, mein Headset verrutscht hier gerade. Moment. So. Und dann werden wir jetzt einfach mal Arslan in die Position von Van der Vaart stecken. Ist das eine gute Idee? Das ist eigentlich eine scheiß Idee. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Arslan für Van der Vaart bringen. Ich habe das Gefühl, mir wird gleich in den Kommentaren, wie kann man den Van der Vaart auswechseln, aber mir bleibt gerade nichts anderes und da... Uah. Schön! Westermann rutscht genau im richtigen Moment rein! Boah, genau richtig gerutscht! Wunderbar, Westermann, ey! Geile Sau! Rettet uns hier vor dem Rückstand gegen Gladbach! Oh, ja, den Ball kann man aber auch mal holen, Herr Jiracek! Jetzt schwimmen wir hier hinten, aber jetzt müssen wir... Boah, hier rechts alles offen. Wo ist denn da Diekmeyer? Was? Was? Wieso gibt's denn da Elfmeter? Dein Ernst? Ich renne doch nur gegen den Ball. Ich habe nicht mal Viereck gedrückt. Und sowas im Let's Play. Och, das ist doch Betrug. Ja, ja, Mann. Das ist Betrug. Kannst du mir erzählen, was du willst. Ja, jetzt ist René Adler gefordert. Gegen Luc de Jong. Komm, Adler. Sei bei mir. Och, und er schießt in die Mitte. 75. Minute, Luc de Jong. Also das ist doch einfach nur Beschiss. Nichts gedrückt. Diekmeyer rennt gegen den Ball und dieser Muschi von Gladbach-Spieler fällt um. Ja, da müssen wir jetzt einem Rückstand hinterherlaufen, sonst ist das die erste Niederlage im Let's Play. Das will ich ja noch verhindern in den letzten 15 Minuten. Jetzt ist Van der Vaart draußen. Ich hoffe, dass Arslan wirklich was bringt, sonst war das wirklich die dümmste Aktion. Arslan. Hier erstmal am Ball. Rüdnevs. Schade. Schade, schade, schade. Und Gladbach wechselt jetzt noch mehr aus. Wahrscheinlich rühren sie jetzt da hinten richtig den Beton an, wie man es kennt. Ich erinnere mich noch gut an Bayern gegen Gladbach. Haben sie da mit 16 Mann hinten drin gestanden. Ja, Younes kommt für Arango. Ich weiß nicht, ob Younes ein Stürmer ist. So, ich stelle jetzt natürlich auf Offensiv. Denn lieber ein Punkt als gar kein Punkt. Ob wir jetzt 2-0 oder 1-0 verlieren, ist ja ziemlich egal. Arslan, schade. Kommt da nicht durch. Komm, 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 komm. Wir sollten vielleicht, die Formation, Moment, ich stelle die Formation um. Ich will jetzt hier auf Drücken und Brechen noch ein Unentschieden haben.
Zwei Stürmer brauche ich. Dahinter. Moment. Zwei. Das ist eine nette, aber wir nehmen, glaube ich, die. Die tue ich jetzt mal rein. Kader, wie machen wir das jetzt? Aslan. ZOM. Ilicevic, da. Beißt da nach rechts. In die Mitte Jiracek. Links tue ich dann Ilicevic. Tesche raus, da bringen wir jetzt Son. Vielleicht bringt das ja noch was. Irgendwas muss es ja doch noch bringen. Jetzt muss der Ball natürlich aus, damit das Ganze auch klappt. Aber wir wollen den Ball jetzt auch nicht ausschießen. So, Ilicevic. Leverkusen für 3-1 schon gegen Augsburg. Und wir versuchen hier überhaupt ein Tor zu kriegen. Jiracek. Jiracek. Ja, ja. Da kann man dann auch mal pfeifen, Herr Schiedsrichter. Boah, geht doch hin. Ja, und wir kriegen den, müssen den Ball jetzt irgendwie ins Aus kriegen, weil sonst kriegen wir hier keinen Auftritt mehr von Son, der uns ja vielleicht noch helfen kann. Ja, jetzt ist der Ball im Aus. So, komm, Tesche raus, da kommt jetzt Son, die Nummer 40 für die Nummer 13. Komm, Son, wenn du jetzt ein Tor machst, gebe ich dir sogar eine geilere Nummer. Oder wenn einer von euch ein Tor macht. Komm, nach vorne, Jiracek. Muss der jetzt hier wirklich das Spiel mitgestalten? Ist doch nicht euer Ernst. Raus auf Rüdnefs. Rüdnefs! Ja, wer denn sonst? Rüdnefs, 90. Minute, 1-1. Da haben wir jetzt wirklich gedrückt. Jiracek super den Ball durchs Mittelfeld geführt und dann lang ins Eck. Ja, nicht ganz unhaltbar, würde ich mal sagen. 1-1, da haben wir es doch noch geschafft. Ich sag doch, es ist alles möglich. Da haben wir gerade richtig konzentriert mit Jiracek den Ball nach vorne geführt. Und dann einfach vorne reingemacht, das Ding mit Rüdnefs. Gut, das ist auch ein klasse Stürmer, muss man sagen. So, und jetzt geht Son hier. Auf Aslan. Ah, schade, da bleibt er hängen. Wäre noch die Krönung gewesen jetzt. Und da ist es aus. 1-1 gegen Borussia Mönchengladbach. Viertes Unentschieden. Und wenn man bedenkt, was das hier für ein Betrugselfmeter war von Luc de Jong, da war nie und nimmer ein Foul. Also wenn mir das jetzt erzählt, dass das ein Foul gewesen sein soll, da weiß ich auch nicht mehr. 1-1. Rüdnefs rettet uns diesen einen Punkt hier. Viertes Unentschieden im fünften Spiel. Hoffentlich rasten jetzt unsere Vereinsbosse nicht aus. Also ich finde, das ist ja wohl kein verkorkster Saisonstart bisher. Gut, das hätte man jetzt auch noch gewinnen können, theoretisch. Naja, können wir jetzt auch nichts mehr dran ändern. So, dann drücke ich jetzt hier mal weiter. Kommt hier noch die Szene mit dem Elfmeter, dann warten wir nämlich jetzt mal. So, was war das hier? Das war dieser schöne Schuss von Beister, der leider nicht sein Ziel gefunden hat. Ja, ohne Scheiß. Man sieht unten, wie er den Ball mit dem Fuß spielt und der schießt dann auch noch dreist in die Mitte. Jiracek, Spieler des Tages. Ja klar, der hat die Torvorlage gemacht. Ja, richtig. Letzte Minute, super geführt, raus auf Rüdnefs und Tor. So, dann bedanke ich mich bei euch dafür, dass ihr zugesehen habt. Kommentar freut mich natürlich wie immer. 1-1 im Auswärtsspiel, das ist ja auch was. So, ich verabschiede mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.